Ah, okay. Ja, warte mal, dann können wir das ja doch mal schaffen, hier so eine Kombi rauszukriegen. So, wie war es jetzt mit dem Scheiß geboten? So, lügende Zunge, Wanderblick, irrender Geist. Lügende Zunge, also 2, 1, 7. Haha. Oh. Scheiße. Toll, und die Hälfte kann ich natürlich wieder nicht gebrauchen. Klasse. Fucking. Toll. Hat sich ja voll gelohnt, aber egal. Und raus hier. So. Kommt keiner mehr rein. Okay. Dann geht's weiter. Weiter, weiter. Weiter, weiter. Okay. Ja, gehen wir mal rein. Speichern wir nur. Wieso kann ich nicht. Ah, jetzt aber. Jetzt aber. Okay. Nichts weiter. Was ist das denn hier? Ist mir jetzt scheißegal, ich muss töten. Also, wenn das jetzt keine Reflexe waren, dann weiß ich aber auch nicht, oder? Das war doch jetzt wirklich einsame Spitze, wie ich das gelöst habe wieder. Stecke ich den hier? Mein Gott, hier. Mann, ehrlich. Hier. Die Hand kann man nur noch sehen. Naja, gut. Also das war ja jetzt wohl nicht übel. Muss ich mich ja selber loben. Denn der Outsider selbst besitzt diese 5 Eigenschaften, mit denen er die Rechtschaffenen bezwingen will. Er ist geduldig, denn er wartet jede Stunde und jeden Tag unseres Lebens auf einen Moment der Schwäche oder Unachtsamkeit, in dem er unser Herz geknüpft hat. Er ist zu viel, denn viele verlieren sein Werk und wissen es nicht. Er ist stark, denn man kann ihn nur mit. Komm, dann speichern wir nochmal. Ja, ich bin da so ein bisschen ängstlich, wenn ich hier rumschleiche. Ich will das ja auch richtig machen, möglichst. Er ist mannigfaltig, denn er kann das Herz eines Menschen durch 7 Tore betreten. Denn es leben 70 Geisterarten auf und unter der Erde. Die Künste und. Mein Gott, hier sieht den doch jeder. Kann man den nicht hier irgendwie so anlehnen oder was? So, viel besser.
Speichern wir nochmal ab. Ja, ja. Ich will ja nicht entdeckt werden, wenn es nicht nötig ist. Hat dich die Abriegelung gestern Nacht erwischt? 6 Stunden lang. Haben alles von oben bis unten durchsucht und hatten nichts außer der Brühe zu essen, die wir gratis verteilen. Natürlich haben wir nichts gefunden. Habe ich dir erzählt, wie sich einer der Fenster neben dem ersten Stock nicht schließen ließ und ich dachte, dadurch verschließen zu können? Fand aber keinen Weg nach unten und als ich... Speichern wir nochmal ab und dann gehen wir mal hier beim Oberaufseher rein. Ich habe das Fenster geschlossen, verbrachte den Rest der Abriegelungszeit auf einem Sims. Vielleicht hat er Aufsehen. Ich höre, die Wache hat Schwierigkeiten, die Nebenstraßen zu sichern. Ein paar Kinder, die spielen. Das ist alles. Gut, gut. Und ihre Nichte Kalista, nicht wahr? Ich mache mir Sorgen um sie. Sie wird auftauchen. Meine Männer durchkämmen einen Bezirk nach dem anderen. Das arme Mädchen. Kalista weiß sich zu helfen. Hat vermutlich ein sicheres Versteck in all dem Chaos gefunden. Wenn meine Aufseher etwas hören sollten, melde ich mich sofort bei Ihnen. Ich hoffe, sie schlagen es nicht aus. Damit gehen die Geschäfte gleich viel besser. Beschlossen. Ein Diener muss hier gewesen sein. Lassen Sie. Ach so. Schwarzig. Scheinbar habe ich nicht den richtigen. Der war es nicht. Nein. Okay. Ah. Dann speichern wir noch mal so. Jetzt haben wir ihn vergiftet. Ich hoffe, das funktioniert. Folgen Sie mir bitte. Männer, wir holen Sie, wenn wir fertig sind. Dass Ihnen die Zeit bis dahin nicht zu lang wird. Ich weiß nicht, wie das alles so unschön geworden ist. Ich auch nicht, ich auch nicht. Erst stirbt eine Hure und dann dies. Ein Wein, ein typhianischer Roter. Danke. Nun, zum Geschäftlichen. Was ist Ihrer Meinung nach gestern Nacht passiert? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Meine Männer, ihre Aufseher, einige professionelle Damen, vielleicht etwas zu viel Bier. Ein Streich mit einem entflohenen Huhn und 10 Minuten später gibt es in der Trevor's Alley nur noch Blut und Elend. Ich wünschte, ich wäre da gewesen. Immer mit der Ruhe, mein Mann. Mir geht es gut, Colonel. Hab sie den falschen Hals bekommen. Nun zu diesen Aufsehern. Die mindestens so schuldig sind wie meine Männer, wenn nicht noch mehr. Aber meine Aufseher haben einen Ruf zu verlieren. Ich kann ihnen nicht erlauben, sie... Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Wer hat das getan? Was ist los? Wovon reden Sie? Keine Zeit. Hören Sie zu. Sie müssen dem Lordregenten auftragen, das schwarze Buch zu verbrennen. Verstanden? Verbrennen! Das schwarze Buch? Was meinen Sie? Sagen Sie es ihnen. Warnen Sie sie! So, nochmal abspeichern, dann müssen wir es gleich nicht. So. Und dann möge die Seuche sie holen, sie unfähiger nichts nutzt. Ich konnte sie nie leiden. Campbell? Oh. Er ist tot. Wachen! Wachen! Sofort hierher! Oh, ich glaube, es war doch nicht so schlau, hier reinzukommen wieder. Was haben Sie getan? Er wurde vergiftet. Eben war noch ein Anhänger Ihres Ordens bei ihm. Vielleicht ein Initiierter. Nehmen Sie ihn fest. Sie geben hier keine Befehle. Seien Sie doch vernünftig. Er muss schon auf der Flucht sein. Verfolgen Sie ihn. Ich werde einen Bericht anfertigen. Vergessen Sie Ihren Bericht, Colonel. Und geben Sie mir all Ihre Waffen. Sofort. Idiot! Noch einen Schritt und ich stech Sie ab. Sie haben vergessen, wo Sie sind, Hauptmann. Sie haben hier nichts zu sagen. Das werden Sie bereuen. Hilf mir doch!